steht er auf mich? Diese Frage wird mir häufig beim Kartenlegen gestellt. Ja, nicht nur steht er auf mich, sondern auch steht sie auf mich. Ihr kennt die klassische Situation. Ihr habt jemanden kennengelernt, vielleicht online, vielleicht auch draußen im echten Leben. Ihr seid noch nicht so richtig zusammen. Ihr fragt euch, entwickelt sich da mehr, steht er auf mich? Was kann ich denn dafür tun, dass er auf mich steht? Diese Frage, die zeige ich heute, euch beantworte ich heute mit den Kipperkarten. Ich bin Susanne Matzgrad-Bader. Ich gebe Tarotkartenkurse und Kipperkartenkurse, mache viele Beratungen, kenne auch alle Fragen, die die Menschen so bewegen. Und ich habe für euch ein Legi-Muster schon vorbereitet, ein ganz einfaches, mit dem ihr praktisch diese Frage ergründen könnt. Schaut her. Dieses Legi-Muster heißt Herzensangelegenheiten und wir brauchen nur 4 Karten. Die erste Karte, die liegt auf diesem Feld hier, das heißt, darum geht es. Ja, die zweite Karte liegt auf dem Feld, was bewegt dich innerlich? Die dritte Karte liegt auf dem Feld, wie steht der andere zu dir? Und die vierte geben dir einen Tipp, wie du vielleicht in dieser Beziehung weiter umgehen solltest. Ich habe jetzt einfach mal so 4 Karten rausgesucht, so typische Klassikerkarten, die vielleicht da fallen können. Und wenn wir also sehen, darum geht es, dann sehen wir hier, schaut's her, die zweite Karte heißt ja die Zusammenkunft und auf jeden Fall hatten die schon ein Date, ja. Und bei diesem Date, da ist Flirt dabei, da ist Erotik dabei, also da ist eine Verbindung dabei, Erotik ist deswegen, schaut zwar hier hinten, der Amor da mit auf dem Bild noch sitzt, gell? Also irgendwie hat da schon dieser Liebespfeil so ein bisschen eingeschlagen. So, jetzt da kommt, wie stehst du innerlich dazu? Was bewegt dich? Also praktisch derjenige, der die Frage stellt. Jetzt haben wir hier unverhofftes Geld, ja? Und die unverhoffte Geldkarte, die ist auch, ist nicht nur eine Geldkarte und nicht nur eine Lernaufgabenkarte, sondern es ist vor allen Dingen auch die Karte des kleinen Glücks, ja? Also des unverhofften Glücks. Also du hast das Gefühl, wow, da kommt jetzt da plötzlich der Glücksfall in mein Leben. Oh, ich freue mich so sehr und bist da praktisch ganz, ja, euphorisch ihm gegenüber. So, jetzt haben wir ihn. Ja, wie steht der andere zu dir? Jetzt sehen wir schon seine Gedanken. Was interessant ist bei der Karte seine Gedanken, da haben wir auch hier einen Amor. Der Amor hier und der Amor hier, ja. Aber seine Gedanken bedeutet, dass jemand erst noch, wie soll man sagen, seinen Beziehungsstandpunkt zu dir finden muss. Also der muss nur drüber nachdenken, der grübelt nur ein bisschen rum, der ist so ein bisschen, na ja gut, jetzt gucke ich mir das näher an, vielleicht will ich vielleicht nur eine platonische Beziehung oder vielleicht nur eine Freundschaft. Auf jeden Fall hat er nur nicht so ganz angebissen wie du, also er ist schon in Bezug, er macht sich Gedanken über dich, definitiv auch die Liebesgedanken, ja, aber er sieht jetzt noch nicht den riesen Glücksfall in dir. Und jetzt sagen die Karten als nächstes, also sie raten dir die Karten, Erwartung, also die Karte Erwartung heißt abwarten können und vor allen Dingen keinen Druck machen. Ich sage das jetzt so ganz, ganz deutlich, keinen Druck machen, weil oft ist man ja versucht, wenn man schon denkt, oh, der andere, also der ist mein Glücksfall, den will ich unbedingt haben und dann will man den vielleicht irgendwie überreden oder ihm zeigen, dass man eben auch Glücksfall für ihn ist und dass man selber der Tollste oder die Tollste ist und fängt da an, vielleicht Geschenke zu machen oder hinterher zu telefonieren oder sonst irgendwie, naja, fast schon aufdringlich zu werden, falls jemand eben noch ein bisschen Bedenkzeit braucht. Und die Karten, die sagen hier also eindeutig, warte ab. Und diese Karte, die sagt wirklich, wenn man abwarten kann, es ist so eine Zeitkarte, dauert allerdings bis zu 3 Monaten, wo man abwarten muss, ja, dann wird's auch gut. Ja, also es könnte gut werden, aber man braucht auf jeden Fall Zeit dafür. Jetzt seht ihr schon, das mit den Herzensangelegenheiten ist eine sehr ehrliche Aussage. Man muss die Karten aber gut verstehen können und ihr solltet den Kartentipp auch bitte, bitte berücksichtigen. Wenn ihr auch Kipperkarten legen lernen wollt oder Tarotkarten legen lernen wollt, dann kommt doch zu einem meiner Kurse. Ich gebe Einzelunterricht, ja, wir treffen uns da virtuell online und ich kenne wirklich alle Fragen, die die Menschen so betreffen und ich kann euch auch zu jeder Frage ein entsprechendes Legemuster erklären und mit euch auch diese ganzen Sachen praktisch deuten. Ich danke euch jetzt für eure Aufmerksamkeit. Bitte ein Gefällt mir und ein Abo und bis ganz bald mal wieder.